Hallo ihr lieben Verkehrsteilnehmenden hier zu Wiener Verkehr. Wir schauen uns heute ein ganz besonderes Gravelbike an und zwar das Trek Checkpoint SL5. Ja, wir haben das Fahrrad von einer netten Zuschauerin ausleihen dürfen. Es ist genau Evas Größe, es ist ein Wahnsinnsteil. Es hat einige Upgrades verbaut, also es ist nicht von der Stange, es ist das aktuelle Trek Checkpoint Gravelbike. Wir machen jetzt eine kleine Fahrt und nehmen euch mit. Let's go! Genau, ist ziemlich untypisch, schmale Bereifung, der Challenge Gravel Grinder in 33 mm, also 28 Zoll, ganz normal, sehr rennradlastig die Bereifung. Das ist so nicht original, ich glaube original ist sogar mit 45 mm. Man merkt es an der Gabel, ist extrem viel Spielraum. Es ist eigentlich viel Platz, also man kann bis 45 mm und es ist hinten auch sehr viel Platz, sogar für 650B Reifen. Genau, da gibt es extra hier die bisschen so Einkerbung, damit es auch für 27,5 Zoll Reifen gut passt. Und da sieht man auch hier, wir haben die SRAM Force E-Tab. Und das ist eigentlich gar nicht original. Original ist die GRX 2x11 mechanisch drauf. Also wir haben hier ein ziemlich getuntes Rad. Ich glaube, es sind Upgrades von ungefähr knapp 2000 Euro verbaut. Ja, das macht es recht spannend. Genau, zweimal eben elektronische Umwerfer. Ja, und was auch nicht original ist, sind Bontrager Carbon-Laufradsätze verbaut. Normalerweise kommt er mit Alu. Ist wie gesagt die normale Ausführung vom SL5 ist nicht so gut ausgestattet. Man muss aber sagen, die Upgrades wären vielleicht gar nicht nötig gewesen, wenn wir nachher nochmal drauf eingehen. Aber allein der Rahmen hat schon so viele Besonderheiten, dass das Rad einfach mit euch gemeinsam durchgehen wollte. Die Eva kann es toll testriden. Das ist ja Rahmengröße XS. Mhm. Wir fahren jetzt mal Richtung Simsee und dann geht es weiter mit dem Review. Wir fahren jetzt mal ein bisschen. Eine sehr schöne Gravel-Passage gefahren, aber auch teilweise sehr steinig. Eva, jetzt einmal an dich die Frage, du hast jetzt hier die 33 mm Reifen, was jetzt aus meiner Sicht gerade noch so Gravel ist. Ab 32 kann man ja fast schon sagen Endurance-Rennrad. Wie war es jetzt für dich auf dem Terrain? Was sagst du dazu überhaupt? Auf dem Terrain, wo wir jetzt waren mit den Steinen, man merkt schon den Unterschied. Aber definitiv noch machbar. Dadurch, dass man einen relativ breiten Lenker hat, kann man es ja doch gut ausbalancieren. Man muss auch dazu sagen, da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Druck drin. Ich würde mal sagen, das muss man fast noch mal nachschauen nachher, aber es sind ja maximal 3 Bar. Es ist auch mit Schlauch das Setup, also da kann man sicher noch was verbessern. Generell finde ich sagen, richtig cooler Bild, das ganze Fahrrad mit den Anbauteilen, richtig getuned. Aber da könnte natürlich ein tubeless Setup rein, so ist das Quatsch. Theoretisch, ich würde glaube ich auch breitere Reifen fahren, aber ich glaube, der das gehört, die fährt damit auch viel auf der Straße und es soll auch so ein bisschen so ein Endurance-Rennrad / Gravelbike sein. Ich glaube, das ist auf jeden Fall gelungen. Das Coole ist halt, dass man beim Trek Checkpoint theoretisch auch richtig fette Reifen reinbekommen würde und dann eigentlich auch ein richtiges Offroad-Monster hätte. Ja, ja. Eine Sache, die mir da aufgefallen ist, normalerweise hättest du hier die GRX, den GRX-Umwerfer. Jetzt hast du hier das Powerpack von der E-Tab-Schaltung. Und man sieht, da ist jetzt überhaupt nicht viel Platz. Also ich glaube, dass wenn jemand richtig fette Reifen fahren will, dann würde das gar nicht gehen hier mit diesem Umwerfer, weil der einfach dann schon in die Reifenfreiheit reingeht. Also ist mir aufgefallen, ist wie gesagt auch Custom. 40 mm könnten sich noch ausgehen, aber andererseits bin ich mir gar nicht sicher, wie viel Platz dann da wirklich ist. Also wenn man hier meinen Zeigefinger, Vielleicht muss man dann einfach 650B nehmen. Man kann auch 650B machen. Hier ist die eine Kettenstrebe etwas so runter gebogen, dass da noch mehr reinpasst. Also man hat sich da schon Gedanken gemacht. Aber ansonsten wäre ganz viel Platz. Übrigens, es gibt wahnsinnig viele Bohrungen. Den Rahmen selber werden wir uns gleich nochmal anschauen. Eine Sache jetzt, bevor wir weiterfahren, noch zur Schaltung. Es ist hier 2x43,30 und hinten müsste eine 36 sein.
bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, schaut irgendwie nicht so riesig aus, aber ist auf jeden Fall fürs Gelände echt gut. Und man hat eben auch noch das etwas größere zweite Kettenblatt vorne, dass man auf der Straße ein bisschen sausen kann. Generell aber schon sehr bergmäßig die Übersetzung, also 43, 30 ist wirklich ganz klein. Also jetzt ohne Gepäck muss ich sagen, ich bin rauf geflogen. Ja, zum Gewicht und so reden wir später nochmal, das ist ja praktisch alles aus Carbon. Ja, und wie gesagt, das finale Fazit von der Eva dann am Ende vom Video. Fahren wir zum Simsee. Ja, fahren wir weiter. So, also gerade für Gravel-Anfänger. Gravel ist natürlich nicht immer super nicer Schotter, sondern praktisch jedes Offroad-Terrain. Und wenn man dann noch ungeübt ist, immer besser breitere Reifen. Gerade die technischen Passagen sind schon echter Kampf sonst. Mit Klickpedalen und so weiter. Also Spaß macht es dann nicht mehr. Braucht man dann schon Übung. Die Übung macht schon Spaß. Ja, aber ich würde schon 40 mm Tubeless empfehlen. Das ist jetzt schon ein ziemliches, ja, kleines Profi-Setup, ja, was man vielleicht eher so im Crossbike dann sehen würde. Jetzt haben wir hier einen Single-Trail, schaut ziemlich cool aus. Wir fahren leider bergauf. Hier fährt es noch nicht so ganz firm mit der E-Tab-Schaltung, ist mir schon mal aufgefallen. Jetzt kracht dann immer so. Uah, Brennnessel. Du knackst genauso, mein Freundchen. Ja, ist schon ein Unterschied. Oh, jetzt wird es dann gleich sehr holperig. Schauen wir mal. Und Pferdescheiße, wie sind Sie denn da durchgekommen mit dem Pferd? Alter. Und dann musst du sie noch mal waschen. Ja, Leihräder immer waschen. Huh. Also tut es mir den Gefallen, ein bisschen breitere Reifen. Das ist irgendwie auch der Anspruch gerade bei so technischen Passagen, dass man eben nicht schieben muss. Geht es bei mir, ging es jetzt einigermaßen bei der Eva überhaupt nicht mehr. Das ist einfach dann zu schwierig, also muss man echt ein halber Profi sein, wenn man dann mit den schmalen Reifen dann über jeden Stein, über jede Wurzel drüber will. Ja, weil wenn das Rad geliehen ist, gell, möchte man keine Risiken eingehen. Kleiner Giftzwerg. Wo kommst du denn jetzt hier? Hey. Hallo? Da wird sogar Thai-Massage angeboten. Wir sind jetzt am Campingplatz Stein am Simsee. Das ist vielleicht sogar ein Geheimtipp für den einen oder anderen, der in der Gegend mal campen möchte. Ziemlich nett hier und man kann sogar gratis als Nicht-Campinggast zum See. Das haben wir gerade gemacht. Wir fahren jetzt mal weiter und dann gehen wir auf alle Details zum Fahrrad ein. Wir werden richtig die Spezifikationen durchgehen. Eva, du testest jetzt hier Fahrräder. Mhm. Erster Fehler, immer Kette, großes Blatt. Und dann meld dich bitte nochmal bei uns. Eva testet Bikes. Ganz ohne Lock. Und ohne Gravelbart. Der kommt noch. Eva, bevor es jetzt mit dem Review richtig losgeht, kannst du uns erst einmal den Freilauf-Sound präsentieren. Sicher. Cool, oder? Wie findest du ihn? Cool. So, ich sage jetzt mal kurz ein paar Sätze zum Rahmen. Da bin ich nämlich echt begeistert. Einige sehr coole Features. Zum einen hier vorne im Steuerrohr, das ist hier so halb integriert beim Lenker. Das dreht sich mit, das ist ziemlich cool gemacht, finde ich. Das Einzige, was man sich überlegen müsste wahrscheinlich, das hätte man besser machen können. Man hätte die Spacer hier in der gleichen Form wie das hier machen können. Und das ist auch ein ziemlich cooles Feature. Wir haben jetzt hier nur zwei Kabel, weil wir eine elektronische Schaltung haben. Aber wenn wir jetzt mechanisch wären, dann würde das hier auch reingehen. Also alle Kabel werden hier gleich integriert in den Rahmen reingeführt. Also das finde ich relativ gut gelöst. Und beim Lenker hat man es dann noch ganz klassisch hier.
Dann hat man eine relativ schlanke Gabel hier vorne. Man hat aber trotzdem jede Menge Ösen, die wirklich toll versteckt sind. Hier ist jetzt eine Kappe irgendwie schon verloren gegangen. Dann hat man hier fürs Schutzblech alles, also wirklich gut gemacht. Und dann hat der Rahmen wirklich zwei Besonderheiten. Zum einen unten der Kofferraum. Dummer Name eigentlich, aber hier die Abdeckung, wo man dann in den Rahmen reinkommt. Und da geht es wirklich bis nach oben und nach unten. Da könnte man theoretisch richtig viel reinstecken, jetzt für Bikepacking oder Tagestouren, ganze Notfall-Equipment und so weiter. Da ist auch so ein Täschchen dabei, also wirklich cool gelöst von Trek. Und da muss man sagen, das ist schon, hebt sich schon von den normalen Rahmen wirklich um einiges ab. Mhm. Interessant ist auch die Rahmengeometrie. Ich muss sagen, so beim ersten Mal anschauen, denkt man sich, gefällt einem gar nicht so. Das muss aber gar nicht schlecht sein und immer wieder, wenn man es sich anschaut, wird es dann irgendwie gefälliger, ich weiß auch nicht. Das ist eigentlich, zeichnet gutes Design eigentlich auch aus, dass es beim ersten Mal anschauen vielleicht noch nicht so ganz reingeht. Aber wirklich was Besonderes, hebt sich ab vom restlichen Markt. Also eigentlich aus meiner Sicht wirklich eine Besonderheit, auch die Rahmenform. So, und diese Dämpfungseinheit, Eva, du hast dir den Namen gemerkt. Hinterbaudämpfung, beziehungsweise von den Streben hier zum Sitzrohr. Isospeed heißt das Ganze, da ist hier glaube ich ein Plastikelastomer drin. Kann man glaube ich nicht austauschen, auch wenn hier nochmal eine extra Abdeckung ist. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich glaube, man kommt nicht ran. Und das soll eben so für so ein bisschen Flex bzw. Dämpfung sorgen. Hat man das gemerkt beim Fahren jetzt eigentlich? Ich finde schon, dass man es gemerkt hat beim Fahren. Inwiefern? Es hat ein bisschen gebounced. Na, Spaß. Man sitzt, also auch wo wir jetzt im Wald gefahren sind, man sitzt einfach gut drauf. Auch wenn schmale Reifen drauf sind. So schmal sind die gar nicht. Das sind ja eigentlich 33 mm, wir haben sie mal gemessen. Es sind gemessen eher 35 mm. Also ja, mit Schlauch natürlich nicht optimal, aber es geht eigentlich einigermaßen. Übrigens, wo wir gerade bei Dämpfungseinheiten sind. Ich teste aktuell gerade die gefederte Sattelstütze von Redshift, da wird dann auch irgendwann mal ein Video dazu kommen. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Wir fahren jetzt mal die ersten Kilometer damit und dann schauen wir mal, ob und was das wirklich taugt. Eva, zurück zum Track Checkpoint SL5. Wir haben hinten diese Hinterbaudämpfung, was es wirklich bringt. Ich bin mir nicht ganz sicher, das war beim Vorgänger noch anders. Jetzt haben wir wieder eine normale, gescheite Sattelstütze hier, 27,2 mm. Und man kann deswegen auch wieder einen Dropper-Post einbauen, was eigentlich ganz, ja, ganz cool ist. Aber es macht so gut wie niemand, aber theoretisch könnte man das hier machen. Ja, man könnte es zum totalen Mountainbike umbauen eigentlich. 50 mm Reifen eine. Ja, mit dem Akku geht glaube ich nicht. Will man aber glaube ich auch nicht. Also ich glaube, das ist so, wie es jetzt da steht, schon recht stimmig. Man könnte noch ein bisschen breitere Reifen probieren. Mm. Aber ansonsten, glaube ich, muss man da nicht mehr viel machen. Ja. Und ich glaube aber auch, falls man sich überlegt, das Fahrrad zu kaufen, das Einzige, was man vielleicht wechselt, sind dann wirklich die Mäntel. Aber man kann natürlich auch super toll mit der GRX mechanisch und den Alulaufrädern zurechtkommen. Das war halt jetzt hier, glaube ich, wirklich eher so ein Luxusding, dass man da jetzt so die geile Schaltung noch extra sich drauf machen lässt. Warum nicht? Braucht es aber glaube ich nicht. Aber ich finde, so ist schon sehr stimmig und vor allem finde ich, ist alles so anthrazitfarben, grau, schwarz gehalten. Mhm. Und da passt irgendwie der Reifen auch super dazu mit so einem kleinen Farbelement hier. Voll. Genau. Da noch ein bisschen übrigens, eine Musterung. Ja, das gibt es dann auch in ganz rot, das ist ja ganz was anderes, dann ziemlich ausgeflippt, finde ich auch cool. Hier unten hat man eine relativ großzügige Plastikabdeckung, wo man dann glaube ich auch nochmal einen Flaschenhalter bzw. eine Toolbox hinmachen kann. Ja. Und hier XT, Diore XT-Pedale, ist glaube ich Standard am Gravelbike. Hier die Bremsscheiben, da kenne ich mich nicht so gut aus, bei SRAM sind aber glaube ich auch nicht gerade die billigsten. Müsste relativ gut bremsen, oder Eva? Ja, gut ist ja der Scheibenbremsen. Das ist halt immer gut. Ja, aber das würde ich so überhaupt nicht unterschreiben. Die ist aber glaube ich auf jeden Fall gut. Ich habe es Lenker keinen haben wir gemerkt. 38 mm, 13 Grad Flair. Wie findest das du den Flair? Ja. Das hast du ja bei deinem Grail nicht. Das ist relativ rennradmäßig. Hier ist der Lenker vorne ein bisschen so zur Seite ausgestellt, falls man das sieht. Ja, war angenehm eigentlich. War was anderes. Ja. War gut. Ja, muss eigentlich am Gravelbike sein, finde ich. Hier SL5
Und dann ist es irgendwie 500er Serie OCLV, das ist die Carbonart, die sie da benutzen. Ich habe versucht, das zu recherchieren. Ich weiß nicht genau, es wird wahrscheinlich schon ein relativ hochwertiges Carbon sein. Müsste uns jetzt fast irgendwie ein Fachmann von Trek oder so selber erklären. Ich habe es nicht ganz rausgefunden, was es wirklich jetzt sein soll. Ist ja auch schon ein bisschen höherpreisig, Trek generell. Es geht ja hoch bis irgendwie 10.000 Euro, beziehungsweise 7.000 Euro, glaube ich, das SLR dann. Ja, bin ich jetzt noch nicht so überzeugt davon. Müsste man auch mal Test fahren, wie groß denn der Unterschied wirklich ist. Aber ich muss sagen, das ist ja, glaube ich, original. Ich glaube, das ist ja in der Serienausstattung unter 3.000, 2,26 oder so. Und da würde ich wirklich sagen, mit diesen ganzen Features, die der Rahmen hat, also vor allem die Box finde ich wirklich cool. Und dann auch, ich finde, man merkt auch schon den Unterschied, wenn man jetzt zum Beispiel bei deinem Rad das Ja, es ist ein vergleicht, bisschen das ist wertiger viel einfach. hochwertiger. Also das brauchen wir gar nicht Ja, anfangen. das ist überall Das so. ist richtig geil gemacht hier. Ja. Aber wie findest du es eigentlich vom Gewicht her jetzt? Wir haben es nicht gewogen, ich blende es euch jetzt mal ein. Ja, ich habe das ja dann im Wald so getragen. Ohne Gepäck ist es sehr angenehm. Also unter 10 Kilo auf jeden Fall. Wahrscheinlich Ja, unter 10 unter Kilo 9 ist wahrscheinlich. selbstverständlich. Ich glaube, original mit der Originalausstattung hast du 9,6. Und da dürfte man jetzt, ja, mit den Laufrädern, das sind glaube ich auch nicht die leichtesten, aber Carbon ist es sowieso, also ja, so Richtung 9 Kilo. Man kann auch nochmal 100 Gramm pro Reifen sparen, wenn man dann auf Tubeless umrüstet. Und dann ist man glaube ich bei den 9 Kilo. Und das ist eigentlich auch sehr gut für so ein Gravelbike. Ja, wie gesagt, ich würde das SLR auch gerne mal testen. Also Trek, schick gerne so einen drüber. Gerne auch ein bisschen Erläuterung zu dem OCLV Carbon, was es wirklich heißen soll, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich habe mir das angeschaut, macht wirklich einen super Eindruck. Und ja, also ich würde das auch gerne fahren, muss ich schon zugeben. Ich auch. Ich würde, also in der Ausstattung, so wie es jetzt ist, würde ich ja Langdistanzrennen fahren. Würde mir das Rad so zusammenbasteln. Ansage von der Eva ist raus. Weil das ist richtig Anmelden geil. zum Langdistanzrennen. Ja, ich glaube, der Carbon-Laufradsatz macht es vor allem aus, Ja, mit der oder? Schaltung auch, das ist richtig geil. Schaltung. Ja, genau, das ist eigentlich der einzige Punkt, der mir wirklich aufgefallen ist. Ich bin auch damit gefahren. Ich habe so gut wie keine Erfahrung mit diesen elektronischen Schaltungen. Hier haben wir die 2x12, also wir haben den Umwerfer, der vorne hier mit gleichzeitig klicken. Man hat ja auf jeder Seite nur einen Button praktisch. Und mich erinnert es irgendwie so ein bisschen, wie wenn ich am Handy jetzt die Lautstärke verändere. Also es ist richtig digital. Muss Ja. überhaupt nicht sein aus meiner Sicht. Aber wenn man sowas hat, wenn man sich sowas leisten kann, wenn man das cool findet, das ist schon eine ganz andere Art, Rad zu fahren, zu schalten. Ja, ich genieße es eigentlich, dass das Fahrrad auch einfach so ein analoges Gerät Wie ist. so der alte Autofahrer, der nicht von der Automatikschaltung weg will. Also der halt, du genießt es richtig, die Mechanik. Ja, ich muss sagen, das ist eine Glaubensfrage und ich muss sagen, man hat schon irgendwie so einen moralischen Vorteil, wenn man mechanisch schaltet, sage ich ganz ehrlich, weil irgendwie ist es richtiger Quatsch, es ist ein Haufen Geld für so einen Unsinn. Dann Nee, aber das ist hast du echt. dann die zwei Akkus hier drin. Für was, frage ich mich. Ich meine, es ist fast genau gleich vom Widerstand zum Drücken. Klar ist es irgendwie, ja, I don't know, Funkverbindung ist glaube ich jedem schon mal abgebrochen, beziehungsweise der Akku war dann leer. Da muss ich sagen, bin ich noch skeptisch. Irgendwie schon cool. Das ist richtig Oh, du cool. filmst ja schon. Ja, muss jeder selber wissen. So, ich hoffe, das war jetzt hilfreich für den einen oder anderen. Ja, wir sind von Trek nicht gesponsert, keine Ahnung. Warum? Warum Keine Ahnung, nicht? warum eigentlich. Schickt uns gerne das 7000 Euro SLR. Wir sind hier, wir testen das gerne. Nee, ohne Spaß. Also ja, gutes Rad, würde ich sagen. Für wen das was ist. Ja, es ist zum einen wirklich sportlich und zum anderen eben große Reifenfreiheit. Man hat wahnsinnig viele Ösen, die wirklich toll integriert sind hier. Super Bikepacking-Rad. Wahrscheinlich, wobei ich da jetzt Carbon und so teuer, weiß ich nicht, ob ich da unbedingt Bikepacken gehen würde. Kleine Touren bestimmt. Du hast Wenn selber jetzt, voll Carbonrad. ja, ich auch, aber ich habe dann schon auch manchmal einen Kratzer drin oder sogar eine Delle und dann tut es mir auch irgendwie ein bisschen Das im Herzen stimmt. weh. Deswegen kleine Touren, natürlich auch länger. Oder halt ein Race. Fürs richtige Bikepacking würde ich mir dann, glaube ich, ja, Stahl oder Titan gönnen oder Alu, je nachdem. Carbon funktioniert natürlich auch wunderbar. Ja, falls wir irgendwas vergessen haben, gerne in die Kommentare schreiben. Eva und ich schauen natürlich rein. Ansonsten, vielleicht, wenn wir das Fahrrad nochmal sehen, auf dem Kanal mal schauen. Gute und sichere Fahrt. Ja, lasst uns unbedingt ein Abo da. Falls noch nicht geschehen. Gute und sichere Fahrt, euer Wiener Verkehr. Genau, danke. Tschüss.